gehe mal davon aus, dass Werder Bremen mit Sicherheit auch die Berichterstattung das alles verfolgt und auch weiß, okay, so einfach werden sie uns das Leben hier nicht machen. Dann haben wir auch noch das Hinspiel gehabt, wo wir natürlich sehr effektiv Fußball gespielt haben. Also auch da wird mit Sicherheit eine Bremer Mannschaft kommen, die, die an diesem Tag mit Sicherheit was dagegen hat. Das ist meine Mannschaft, die, die darauf brennt, wirklich auf dieses morgige Spiel oder auch darauf brennt, den Traum zu verwirklichen, morgen alles abrufen wird, um zu gewinnen. Und das ist, wie immer, gerade zu Hause unser Ziel, dass wir die 3 Punkte holen. Nicht dabei im Kader, das kann ich jetzt schon sagen, wird der Karim Bellarabi sein, aus disziplinarischen Gründen. Er ist mehrfach zu spät gekommen. Das ist eine Frechheit gegenüber seinen Mitspielern, die dafür gesorgt haben, dass er auch in diesen Erfolg reinkommt. Und es geht nicht, in der englischen Woche verspät ins Training zu kommen, wenn das vorher schon mal passiert ist. Es geht nicht. So wie er spielt, wie er, was er macht, ist es absolut okay. Aber ich habe jetzt wirklich ein paar Mal ein Auge zugedrückt. Aber gegenüber den anderen Jungs, die dann auch sich nicht zu schade sind, samstags dann auch bei der U23 zu spielen, da zu kämpfen, da weiterzumachen. Jungs, die dann aus dem Kader geschmissen werden, einen Tag vorher. Oder die mitfahren als 19er Mann. Oder Jungs, die dann am nächsten Morgen dann hierher kommen und wirklich ein volles Trainingsprogramm abziehen. Für die wird das gemacht, weil die sind auch ein großer Bestandteil des Erfolgs, was wir dieses Jahr bisher jetzt eingefahren haben, und auch ein Erfolg dafür, oder sind auch dafür verantwortlich, warum Sir Karim auch dieses Jahr gepackt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er enttäuscht sind über ihn, dass er das, wo sie brennen, einfach auch drauf, dieses Ziel zu erreichen, dass da jemand mal kurz ausschert. Und da merkst du einfach dran, dass gar nichts anderes interessiert. Nur der Sieg am Mittwoch, der interessiert. Das nächste Spiel interessiert. Und dann irgendwann, für uns gibt es ein großes Datum, das ist der 14. Mai. Und dann der 15. Mai vielleicht. Das ist für uns im Kopf drin, das ist verankert. Und so wie die Mannschaft bisher wirklich damit umgeht, ist es so, dass wir immer sagen konnten, dass er keine Mannschaft unterschätzt hat. Und es wird auch Werder Bremen mit Sicherheit morgen nicht unterschätzen.